Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. So, der Inspiro, endlich haben wir den auch. Der hat uns gerade noch gefehlt. Ja, klingt ein bisschen negativ, aber ich meine es natürlich positiv. Das ist so ein schöner Zug, der gehört einfach auf die Anlage. Was ich jetzt gerade sehe, ist hier, sag mal, warum haben wir hier denn dermaßen einen Stau? Ja gut, das könnte natürlich schon damit zusammenhängen, dass wir hier zwei Bahnübergänge haben. Und damit, dass wir halt eher Verkehr haben. Das ist die neue Stadt da hinten, genau. Jawohl, unser Tauziehen, Sauziehen. Genau, ich habe zwar gesagt, ich mag den Spruch nicht mehr, aber der lag jetzt gerade auf der Hand. Da können wir natürlich ein bisschen Abhilfe schaffen, dahingehend, dass wir das ein bisschen umbauen. Vielleicht mit einer Brücke oder einer Unterführung. Und vor allem eine breitere Straße machen. Ich würde mal sagen, wir machen mal kurz eine Pause. Also vom Spiel her und schnappen uns Le Bagger. So, das muss weg, alles muss weg. Inklusive Autos. Geht sogar, sehr gut. Wenn das Privatfahrzeuge sind, geht das natürlich. Wenn das jetzt Fahrzeuge von uns gewesen wäre, Busse oder so, das wäre natürlich nicht gegangen. Ich brauche was Städtisches. Haben wir hier vielleicht dann doch schon mal in einer gesunden Breite. Einmal mit gesunder Höhe. Da haben wir auch noch mal eine Brücke. Das ist natürlich jetzt nicht so ideal. Kommen wir hier irgendwie unten durch? Mit N? Ja, vielleicht nochmal einmal höher. Ja, das ist doch perfekt. Ja, das ist halt vielleicht nicht unbedingt für riesige LKWs, also für hohe. Aber ansonsten wäre das so schlecht nicht. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage. Ich möchte hier mal das hier haben. Das ist auch noch okay. Aber jetzt noch halt hier eine richtige Brücke draus machen sozusagen. Ja, gefällt mir nicht so. Ja, Steinbrücke ist hier auch nicht unbedingt das, was ich unbedingt haben möchte. Das ist natürlich sehr nett. Allerdings, das geht hier ein bisschen weit runter. Ja, das ist auch nichts. Ja, würde halbwegs funktionieren. Wie sieht es denn hier hinten aus? Wäre auch okay. Könnte man machen. Würde ich eigentlich machen. Ich meine, prinzipiell, es sieht nicht schlecht aus. Und es geht natürlich primär tatsächlich darum, dass wir hier diesen Verkehr ein bisschen entlasten. Also die Straße entlasten und somit den Verkehr im Prinzip entlasten. Jetzt haben wir hier aber irgendwie so ein Gehugel. Wie sieht das denn aus, wenn wir hier tatsächlich zu einer Aufschüttung greifen oder einen Damm? Ja, okay, der Damm hat mich eigentlich schon überzeugt. Kann man so machen. Machen wir in dem Fall auch. Hier hinten würden wir gerne wieder rein. Da wäre es vielleicht... Nö, geht so auch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht über die Straße rüber. Nö, nö. Das ist völlig okay. Können wir eigentlich wieder auf Play gehen. Und jetzt würde ich aber hier die Straße natürlich auch noch entsprechend anpassen. Das geht sogar. Jetzt dachte ich gerade ein Momentchen, wegen dem Gleis hier, das könnte Probleme geben. Aber nö, funktioniert. Dann geht es hier in die Stadt rein, dann ist das wieder okay. Ich denke mal, das müsste den Fahrzeugen hier jetzt eigentlich helfen. Die müssen sich jetzt natürlich zuerst daran gewöhnen, dass hier eine Brücke ist. Aber grundsätzlich müsste das doch passen. Es ist aber auch krass, was die alle nach da hinten wollen. Gibt es da irgendwas kostenlos? Keine Ahnung. Ja gut, also ich würde sagen, wir machen jetzt heute tatsächlich bei der Universallinie weiter. Wir arbeiten ein bisschen. Weil in der letzten Folge haben wir den Inspiro gehabt, da haben wir eigentlich fast nichts gemacht. Jetzt wäre es noch hilfreich, wenn ich die Linie hätte. Und dann rausfinden würde, wo wir stehen geblieben sind. Universal, da haben wir sie doch. Machen wir das mal weg, das mal rüber, dann mal auf. Wir sind in Schweinrich. Ja guck mal, wo sind wir denn? Ja, in Schweinrich. Das ist ja perfekt. Also, wir gehen hier rein. Wo wollen wir denn hin? Ja, ist naheliegend, nach Hainhof. Haben wir da Gleise? Vermutlich schon. Ich brauche mal noch mal kurz den hier. Hier ist unterwegs. IR Schweinrich-Hüffenhardt. Ja, liegt auf der Hand. Da will ich in die Gleise reingehen. Dann hier folgen, hier machen und tun, hier dran vorbei. Und da sind wir da hinten in Hainhof. Dann haben wir das auch. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie wir da in die Gleise reinkommen. Sollten wir auch hinkriegen, ohne dass wir zaubern müssen. Na, hier mal rübergehen. Hier haben wir noch eine Straße. Muss das hier gleich in den Tunnel rein? Hat zwar schon einen gewissen Reiz. Achso, nee, das ist irgendwie ist das nicht, was ich wollte. Können wir das nochmal wegnehmen? Dankeschön. So, ich möchte schon irgendwie hier andocken. Dann haben wir eine Kollision. Womit haben wir denn hier eine Kollision? Mit der Straße darunter tatsächlich. Oi, müssen wir die Straße nochmal kappen, weil das geht so wahrscheinlich tatsächlich nicht. Und hier einen Kopfbahnhof draus machen möchte ich irgendwie auch nicht. Ja, das Gleis geht auch nicht. Mehr Höhe kann ich nicht generieren. Ist egal, wo wir hingehen. Wir haben da mit der Straße unten eine Kollision. Ist eine Tramstraße, also eine
Straße mit Schienen, das ist natürlich Käse. Ist hier tatsächlich, ja, ich sehe es da schon. Da, da ist das Tram unterwegs, wenn ich es dann richtig zu fassen kriege. Ja, da müssen wir hier kurz Pause machen und gucken, wie wir denen nachher helfen. Indem wir wahrscheinlich einfach die Straße wieder zurückgeben. Ich denke, das hilft dann tatsächlich. Also, jetzt aber erst die Schiene. Schiene vor Straße sozusagen. Ja, und schon funktioniert es nämlich auch. Mach's mal so, damit wir möglichst spät irgendwie in den Tunnel reinkommen. Ja, das wäre dann hier. Und hier unten würden wir gerne wieder raus. Das funktioniert soweit. Wie sieht's aus, wenn ich ein Portal mache? Ich darf nichts Breites nehmen, wir haben dort den Platz nicht. Irgendwie sowas. Ja, steht auch schon drin. Wir müssen im Prinzip hinkriegen. Nur erst hier vorne rausgehen. Ne, dann kommen wir hier wieder nicht in die Brücke rein. Hier haben wir ein Geländer. Das ist schon eigentlich richtig, dass wir es so haben. Aber ihr seht selber, das ist dann... Ja, hier steht halt das Portal dann tatsächlich raus. Gibt es irgendein Portal, das sozusagen keine Wand hat? Das geht. Das funktioniert. Okay, dann nehmen wir doch wieder mal den Klassiker. Warum auch nicht? Okay, einmal hier hinten noch gucken. Ja, ist dann natürlich das Gleiche. Wir bauen es dann noch zweigleisig. Bau das mal. So, dann geht das hier rein. Jawohl. Dann sind wir hier drin. Das passt. Wir brauchen nur ein Gleis. Achso, da muss ich... Stimmt, da muss ich natürlich gar kein zweites machen. Wir schließen das mal an, damit wir es angeschlossen haben. Gut, würde passen. Wir sind hier links drin, düsen hier lang. Hier durch die Röhre durch. Kommen hier raus. Wie gesagt, Signale kommen dann später. Und gehen hier lang. Dann gehen wir hier nach vorne, fädeln hier ein. Frohes Gefädel, einmal hier rüber. Kann eigentlich wieder auf Play gehen. Stimmt hier wieder alles? Jo, dann ist das hier und dann geht das dort in den Bahnhof rein. Hier via Brücke. Ist das immer noch nur eine Linie? Tatsächlich. Okay. Gut. Einmal den hier. Hier vorne. Ja. Da können wir mit Sicherheit noch was machen. Wir haben noch Gleise. Und das machen wir auch. Wir haben hier ein freies Gleis. Dann würde ich in das hier reindüsen. Von wo aus gleich nochmal? Hier von der Brücke aus kommend. Wäre dann hier links. Das passt ja hervorragend. So, nehmen wir altes Gleis. Und sehen, das funktioniert. Ja, wobei. Ja. Ob das funktioniert, ist dann doch noch. Doch, das müsste doch eigentlich müsste es gehen. Gehen wir mal hier raus. Dann ist halt die Straße dort ein bisschen im Weg. Aber so funktioniert es. Und jetzt da rein. Ja, ist ja kein Problem. Wie schön ist das denn? Einmal den noch aktivieren. Und dann wären wir hier bereit. Wenn wir jetzt die Linie verwalten. Ja, und wir bräuchten natürlich nochmal irgendwie Wegpunkte. Sonst kann es sein, dass das später alles irgendwie wieder obsolet wird, was wir hier machen. Haltestelle hinzufügen. Hier rein. Ja, ist natürlich dann falsch. Wir wollen hier nicht in die 4, sondern in die 2. Jawohl, und das funktioniert schon. Wunderschön. Jetzt würde ich, weil wir hier noch ein Gleis haben, nicht, dass wir das müssten, aber ich mache es jetzt trotzdem, so dass auch noch irgendwie anschließen hier. Jawohl. So, sieht dann einfach auch galanter aus. Hier werden wir sowieso auch noch ein bisschen was machen, würde ich sagen. Hier hätten wir noch ein Fleckchen. Das würde ich aber nicht jetzt machen, weil ich möchte jetzt wirklich tatsächlich mit der Universallinie vorwärts kommen. Also, dass das zweigleisig ist, ist ja komplett uninteressant. Wir brauchen dieses Gleis hier. Das hier ist nachher weg, weil es wird ja eine Rundlinie, sage ich gerne immer wieder. Falls jemand irgendwie den Anfang nicht gesehen hat, also angefangen haben zu bauen. Gut, wir sind in Hainhof-Anbau. Dann geht's nach Hüffenhardt. Stimmt das soweit oder waren wir dort schon? Weil jetzt geht's natürlich langsam los. Mit Städten, dass wir da nicht zweimal die gleiche Stadt anlaufen. Nö, das wäre soweit okay. Also von Hainhof nach Hüffenhardt. Da gibt's mit Sicherheit eine Direktlinie. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Die hier vielleicht sogar. Schweinrich-Hüffenhardt. Jawohl, das ist er. Wenn wir hier in den Gleisen drin sind, kommen wir hier eigentlich rüber. Moment, ich brauche ja mal nochmal alles. Ja, da kommen wir problemlos in die Gleise rein. Und die linken hier, die führen uns, wir werden es gleich sehen, hier in den Bahnhof rein, via Tunnel. Sehe ich das richtig? Ich gucke mal nochmal schnell. Jo, das ist genau das, was wir brauchen. Das würde theoretisch bereits funktionieren. Ich glaube, ich sehe das richtig. Allerdings hätte ich dann hier gerne natürlich ein anderes Gleis. Das ist aber eine einfache Aufgabe. Wir fädeln hier aus und gehen hier rein. So, dann haben wir das schon. Wunderbar. Ich würde sagen, wir nehmen mal schnell die Linie.
Das war jetzt wieder eher eine leichte Übung. Ich denke, wir werden irgendwann dann noch schwierigere haben. Mit Sicherheit. Von Heinhof. Nach hier vorne hier rein. Und das passt. Was hier natürlich jetzt wieder nicht passt. Da sind wir in der 8 drin und würden gerne in die... Ist das die 6? Ich sehe es leider nicht richtig. Wir versuchen es mal. Machen wir die 6 draus. Jawohl. Sehr schön. Haben wir auch. Jetzt haben wir gesagt Wegpunkte. Wenn wir hier irgendwo Wegpunkte hätten, was wir nicht haben... Ja, dann setzen wir welche. Ganz einfach. Hier wird mal noch fröhlich gehupt, würde ich vorschlagen. Wegpunkte Le Hupe, beziehungsweise nicht Le Hupe, Le Horn. Zack, einmal den, zack, einmal den. Ja, nee, links bräuchten wir es nicht mal, ist aber egal. Dann haben wir es halt. Würde heißen von Heinhof. Jetzt muss ich wieder aufpassen, nicht, dass ich einen Käse mache. Von Heinhof, also nach Heinhof würden wir gerne diesen Wegpunkt passieren. Und zwar den rechten und nur den rechten. Jawohl, den haben wir drin. Dann kann er hier nicht mehr groß Ärger machen. Passt, dann sind wir hier angekommen, in Hüfenhardt. Wo geht's jetzt hin? Nach Hockenheim. Was ist das hier noch? Das ist das neue Städtchen, das wir jetzt noch nicht drin haben. Ich würde hier... Ja, jetzt ist halt ein bisschen die Frage. Nee, ich würde tatsächlich hier runter. Und von hier aus nach da. Sonst ist das Städtchen am Schluss, haben wir das nicht drin. Ich sehe es kommen. Und wir haben sowieso noch keine Verbindung zwischen den beiden Städten. Also von daher, perfekt. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Wenn wir Pech haben, gibt es bald eine reine Tunnelstrecke. Weil hier ist Alpig. Sozusagen. Das wäre der Bahnhof. Wie wir da reinkommen? Ja, irgendwie durch die Berge durch. Hier hinten ist Hockenheim. Ja, wir fahren dann im Prinzip fast schon an Hockenheim vorbei. Also wenn wir die Richtung hier machen. Wo ist hier der Bahnhof? Hier. Ja, das wäre fast irgendwie... Nee, das ist nicht ideal. Ich würde hier zurückfahren und hier irgendwie lang gehen. Einfach damit wir dieses Hockenheim nicht streifen, weil ich möchte nachher von hier, vom Tau ziehen Dingens, nach Hockenheim rein. Dass wir hier kurz das so machen. Würde heißen, je nachdem hätten wir hier dann doch mal noch Gegenverkehr. Nee, würde ich anders machen. Wisst ihr was? Wir schnappen uns ein Gleis. Wir bauen einfach mal. Wir gucken. Allerdings, ich müsste natürlich jetzt noch hier ein Gleis haben. Da wird schön geschlängelt. Nehmen wir das mal so. Dann haben wir hier noch ein Gleis. Das darf gerne irgendwie noch hier rein. Dann haben wir hier noch ein Gleis. Das dürfte gerne noch hier rein. So, okay. Der Zug hat sich gleich mal aus dem Staub gemacht. Und jetzt müssen wir halt auf eine Brücke rauf irgendwie. Damit wir dort in den Rücken reinkommen. Allerdings kommt hier gerade ein Schnellzug daher. Den möchte ich schnell mitnehmen. Weil die Gefahr ist natürlich immer beim Knobeln machen und tun hier. Mit der Universallinie. Dass wir dann irgendwie gar keine Züge mehr sehen. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ja, jetzt haben wir hier wieder das gleiche Problem natürlich. Hier ist schon eine Brücke. Also wenn wir hier Höhe gewinnen, dann haben wir ein Problem, dass wir dort wahrscheinlich dann in die Brücke reinkommen. Wo könnten wir das denn sonst noch machen? Hier weiter hinten. Hier mit einer Brücke rüber und dann komplett rüber. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wenn wir folgendes machen. Vielleicht muss ich hinten das, was wir gebaut haben, nochmal kurz abreißen. Das ist möglich. Wäre mal so von der Brücke her, die ist eben. Und warum nicht vielleicht sogar die gleiche, wenn ich die nochmal finde. Die hatten wir irgendwie hier hinten, glaube ich. Ja, ist natürlich auch eine sehr coole. Ich möchte aber irgendwie eben trotzdem... Nee, das ist sie nicht. Die hat irgendwie ein Geländer. Ja, die hat auch ein Geländer. ich gehe mal irgendwie zurück. Ich weiß eigentlich, welche das ist. Die hier? Ja, die hier ist es. Okay, wir machen mal die. Jetzt baue ich zuerst hier die Konstruktion, bevor wir was anderes machen. Ui, bis das hier mal runterkommt, das dauert halt ein Momentchen. Ja gut, wir können ja unserer Universallinie auch ein bisschen Weg gönnen. So ist es ja nicht. Gehen wir hier rüber. Ja, das... Schade. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich mache nochmal ein bisschen geradeaus. Wenn wir jetzt rübergehen... Jetzt geht's. Okay, dann sind wir hier. Und jetzt gucken wir mal, was wir von hier aus dann machen. Wir haben den Vorteil, wir brauchen wieder nur ein Gleis. Welches wäre jetzt unser Gleis gewesen? Das hier. Dieses. Okay, würde heißen, mit dem hier rein. Ja, das war zu optimistisch. Müssen wir nochmal wegnehmen. Nehmen das hier auch nochmal weg. Das haben wir ja, glaube ich, noch gebaut jetzt gerade. Wir haben keine Fehlermeldung, das heißt, die Züge können noch fahren.
Weil wir müssen hier, ohne dass wir irgendwie ans Gleis rankommen, das Ganze machen. Ja, das geht so auch nicht. Da muss das hier nochmal kurz weichen. So, jetzt aber. Jetzt müsst ihr doch dann langsam hinhauen. Jetzt habe ich aber die Höhe genau wieder nicht gemacht. Ja, aber wir haben ein bisschen mehr Weg. Nee, ist immer noch Steigung zu groß. War genau falsch. Wobei, ich kann natürlich hier nicht viel machen mit Höhe. Ist natürlich auch klar. Wenn hier dieses Gleis ist, brauchen wir denn das? Ja. Das brauchen wir. Ich brauche aber nicht... Was mache ich denn? Ich brauche keine neue Linie. Da müssen wir ans Gleis ran. Mache ich mit den Gleisen. Muss ein bisschen Unterschied haben. So, irgendwie so. Das zweite Gleis nehmen wir mal mit, auch wenn wir es nicht brauchen. Das geht nicht, dann lassen wir es. So, und jetzt hier nicht andocken, sondern eben diesen hier. Dass wir hier Höhe generieren. Und dann dort irgendwie reinkommen. Mal schauen, ob es klappt. Sonst müssen wir halt nochmal kurz über die Bücher. Ne, jetzt geht's. Da würde ich glatt auch nochmal aufschütten. Ja, so, finde ich eine schöne Konstruktion. Hier unten an den Felsen vorbei die anderen Gleise. Sehr schön. Jetzt nochmal schnell gucken. Ja, das geht eben doch. Sehr gut, nicht, dass wir es brauchen. Aber eben, dann haben wir es wenigstens. Und das hier hängen wir auch noch hier rein. Oder auch nicht. Aber dann hängen wir dich hier rein. Ist das okay? Gibt das eine schlaue Weiche? Jawohl. Gut, haben wir. Dann sind wir in den Gleisen drin. Oder in dem Gleis, das ist ja nur eines. Jetzt haben wir hier hinten, wir haben halt tatsächlich dort doch Hockenheim. Wie ist es denn? Es ist ja doof, wenn wir jetzt hier nach Hockenheim gehen. Dann hier hin. Und dann den ganzen Weg zurück, da nach Gärden. Nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte zuerst hier hin. Na, dann machen wir hier halt die Biege. Hilft ja nichts. Und ich sehe schon, das gibt jetzt hier halt tatsächlich trotzdem einen Tunnel. Anders werden wir hier nicht rumkommen. Ja doch, halt nochmal mit einer Brücke. Kriege ich hier nochmal eine Brücke hin? Wahrscheinlich schon. Wenn wir doch jetzt schon gerade beim Brückenbauen sind. Machen wir hier doch glatt nochmal eine. Okay, und ihr ahnt es genau, warum nicht nochmal die gleiche? Nö, ich hätte gerne eine andere, und zwar die hier. Die geht nicht, aber die müsste gehen, jawohl. Die finde ich halt schon auch sensationell. Okay, bauen wir mal. Kommen wir hier rein. Jawohl, wie sieht das aus, wenn wir hier einen Damm haben? Geht. Geht, haut mich aber nicht um, muss ich gestehen. Ich bin fast sicher, aufgeschüttet sieht es cooler aus. Ja, das muss ich nicht mal mehr testen. Das sehe ich jetzt schon. Hier außen rum auf die Brücke. Und dann irgendwie nach hier hinten weg. Ist das in Ordnung? Wo wollen wir hin? Nach? Muss ich nochmal gucken. Da nach Dingens. Genau. Nach Dingens vor allem. Stimmt denn das? Doch. Hier die Städte, die haben wir ja. Wir wollen nach da hinten in die neue Stadt rein. Vielleicht hier andocken. Und dann hier auch mit einer Brücke nochmal über den Fluss rüber bis nach hier hinten. Dann sind wir aber halt in Hainhof. Wir wollen ja nach da. Nee, das ist halt auch irgendwie Käse. Also so schlecht war die Idee jetzt nicht. Wir gehen hier lang. Und gehen halt hier in den Berg rein. Ja, das machen wir. So, einmal so. Jetzt müsste die Ausrichtung passen. Das ist wieder Hockenheim. Wir müssen nochmal eins rüber. Nach da. Ui, das gibt halt einen Riesentunnel. Ein ewig langes. Naja, lässt sich nicht verhindern. Dann haben wir hier halt auch mal einen Tunnel. Und dann gibt es halt gleich nochmal eins. Ja, lässt sich nicht verhindern. Dann ist das halt wahrscheinlich dann der tunnelreichste Abschnitt. Definitiv. Also das ist soweit klar, nehme ich mal an. Wir machen das mal. Zack, einmal hier durch. Ach, dann kommen wir hier schon wieder auf eine Brücke rauf. Okay, dann muss ich das hier aber nochmal kurz. Könnten wir auch aufschütten. Oder wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier einen Damm machen? Irgendwie so und dann hier einen Damm. Wir haben ja noch den weißen. Ja, kann man machen. Im Berg drin, ein bisschen hier. Doch, finde ich nicht so schlecht. Brauche ich mal. Dann mit einer Kurve hier rein. Da hätten wir hier noch nicht mal einen Tunnel. Dann haben wir hier noch ein bisschen Alpendings. Oh, jetzt baue ich aber die ganze Zeit im Prinzip mit dem langsamen Gleis. Die Universallinie. Ja, das ist wahrscheinlich dann aber doch... ja, ich nehme an, der ist doch schneller als die 120, die uns diese Gleise erlauben. Da werde ich nochmal kurz das Ganze ändern. Sagen wir mal ab hier. Dann haben wir hier die schnellen Gleise. Stimmt das? Jawohl, müsste. Okay, hier in den Berg rein, beziehungsweise... Zack, hier noch. Ne, jetzt ist es blau.
Jetzt ist es rot. Sag mal. Herr Heisenberg, wir brauchen es blau. Blau ist Hochgeschwindigkeit. Habe ich jetzt alles wieder umgeändert hier. So, jetzt haben wir blau. Hier haben wir rot. Das ist Mumpitz. Gehen wir schnell gucken. Ist das jetzt? Irgendwie bin ich beim Strom? Ne, ich habe schon das Richtige gemacht. Wahrscheinlich haben wir jetzt, weil ich nicht richtig aufgepasst habe, überall kein Strom mehr. Ne, ne. Jetzt ist es, ja. Jetzt ist es okay. So, hier nochmal. Welche, wenn ich jetzt hier hinten dann gucke? Ne, das ist das schnelle Gleis. Jawohl, jetzt haben wir es tatsächlich doch noch hingekriegt. Da sieht man, es empfiehlt sich tatsächlich von Anfang an vielleicht das richtige Gleis zu erwischen. Hat Vorteile. So, hier ein bisschen. Oh, guck mal, wie schön wir hier tatsächlich noch den Alpen entlang fahren können, ohne dass wir hier in den Tunnel reinkommen. Hier ist dann ein Tunnel. Dann ginge das hier raus. Dann haben wir dort nochmal allen Ernstes irgendwie einen Hügel. Wir könnten hier außen rum. Wo ist denn hier der Bahnhof? Da hinten. Ne, dann würde ich das schon so machen. So wie wir es im Prinzip haben. Allerdings nicht mit dem Port. Ohne Brücke auch noch. Hier geht es halt wieder auf eine Brücke rauf. Allen Ernstes. Naja, Moment. Das machen wir nochmal. Ich würde hier sogar eine engere Kurve machen. Irgendwie so. Dann haben wir hier wieder einen Tunnel. Das ist irgendwie ein, wie soll ich sagen, ein bekanntes Tunnel. Ganz klar, ist ein bisschen länger. Deswegen haben wir hier ein Portal, an das man sich erinnert. Ja, und dann irgendwie hier nochmal Richtung Hügel. Diese Universalstrecke, die wird schon, die wird relativ, wie soll ich sagen, ja, interessant dahingehend, dass er halt wirklich irgendwie überall rumgeht. Wisst ihr, wie ich meine? Klingt ein bisschen komisch, aber ja, ich bin nicht mehr so Fan von dieser Brücke, die wir gerade hatten. Ich finde die hier wesentlich stilvoller. Ja, die gefällt mir. So. Das soll ja auch ein Abenteuer sein, mit dieser Linie mitzufahren. Und das wird definitiv sein. So, jetzt aber hier wieder irgendwie zurück, weil wir wollen nach da hinten, vielleicht durch den Berg durch und dann hier wieder raus. Fände ich noch cool, wenn sie irgendwie ginge. Steigung haben wir, geht hier nicht. Ja, gleich stürzt es wahrscheinlich ab, weil es völlig überfordert ist, das Spiel, mit Rechnen, mit dem, was der Herr Heisenberg hier möchte. Würde so gehen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob wir hier wieder rauskommen. Hier natürlich auch nochmal ein schönes Portal. Moment, ich brauche das Gleis. Hier kämen wir raus. Ich weiß nicht, was das Portal macht. Geht das da in die Straße rein oder ist das so okay? Ich baue es mal. Nö. Ja, das sieht doch nett aus. Das haben sie hier tatsächlich einfach in die Straße reingeklöppelt, sozusagen. Finde ich cool. So, dann können wir hier wieder mit Kurven arbeiten, weil wir müssen nicht schnell sein. Wo ist der Bahnhof? Da hinten. Einmal hier dran vorbei, vielleicht sogar... Nee. Nicht, dass wir nochmal einen Tunnel haben. Wir haben genug Tunnel. Dann haben wir hier ein Depot. Ja, wir schauen mal. Ja, ist genau hier drin, der Zug. Muss er natürlich nicht. Ich würde sogar sagen, wir nehmen den eins rüber hier. Weil das spielt ja für den eigentlich keine Rolle. Moment, das könnten wir einfacher machen, indem wir hier raufgehen, Terminals. Dann gehst du in die vermutlich 2 rein. Jawohl, jetzt einmal rüber, dann ist das ja unser Gleis. Jetzt haben wir hier noch ein Depot. Wir müssen hier aber rauskommen. Jawohl, dann nutzen wir hier ein bisschen das Depotgleis noch mit. Einmal da rein und dann passt das bereits. Guck mal einer an. Gut, dann können wir hier die Linie nehmen. Nach Hüffenhardt geht's hier hin. Und? Batz, passt. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ist eine relativ abenteuerliche Strecke. Das finde ich aber genau cool. Dann haben wir nicht nur immer von Stadt zu Stadt irgendwie, so wie wir es normalerweise haben. Sondern hier haben wir wirklich mal noch ein bisschen Abenteuerstrecke dazwischen. Finde ich sehr nett. Gut, also können wir das wieder schließen. Dann sind wir hier oben. Und jetzt haben wir gesagt, von hier wollen wir dann nach Hockenheim rüber. Genau. Hier haben wir eh schon wieder Gleise. Wenn wir da irgendwie vielleicht was machen... Ja, und dann hier irgendwie in den Bahnhof rein. Wir haben hier auch noch genug freie Gleise. Also das ist kein Problem. In Hockenheim, da kommen wir auch ohne Probleme rein. Das passt doch. Gut, liebe Freunde, ich sehe, die Folge ist nicht ewig lang. Aber ich denke, jetzt haben wir fast eine halbe Stunde lang an der Unilinie rumgebastelt. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Wir werden morgen aber nicht bei der Unilinie direkt weitermachen, sondern etwas anderes, damit wir da ein bisschen Abwechslung haben. Danach werden wir von hier aus nach Hockenheim reindüsen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn sie jetzt vielleicht ein, zwei Minuten kürzer ist. Aber war dafür eine schöne Baufolge. Da haben wir Züge, die nehme ich doch gleich mal mit. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!